Fehlt noch Ausweiskontrolle. Was mache ich denn? Da will ich doch gar nicht hin. Ausweiskontrolle wird in der Sicherheitszone platziert. Dies ist der erste Schritt des Sicherheitsprozesses für deine Passagiere. Okay. Flup, flup. So. Ah, ist vielleicht ein bisschen blöd platziert. Und dann da jeweils wieder eine Schlange. Fuck. Falsch. Zugewiesen an 0 von 6 Kandidat-Gepäckscanner. Okay. Zuordnen. 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 So. Erfordert Recherche erweiterte Sicherheit. Ah, okay. Oh nee, warum muss man das eigentlich immer erst setzen, die Sicherheitszone? Und dann... Ach, egal. Also hier kommt eine... so. Hier kommt eine Wand. In die Sicherheit. So. Na, dann stellen wir mal ein Sicherheit. Wo bist du jetzt hin? Ah. Ja, das heißt, da bestellen wir jetzt einfach mal so 15 Stück. Wo lauft denn ihr eigentlich hin? Okay, zack, 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 zack. Okay.
Jetzt habe ich eigentlich zu viele bestellt. Jetzt werden wir mal sehen, wo die hinlaufen. Okay, dann bräuchten wir tendenziell nochmal 5. Ich bestelle jetzt einfach mal 6. Ich weiß nicht, wer hier hin muss. Oh, jetzt siehst du aber ganz schlecht. Okay, jetzt sind die einfach... Okay. So, dann brauchen wir hier, wie gesagt, 24 Personal. Ups, jetzt habe ich 25 bestellt. Hauptpendler. Die laufen noch nicht über die Straße, das ist krass. So, die müssen jetzt hier zu den Schaltern gehen. Aha, da sind jetzt 2. Okay. Okay, gut. So, in das, in die Toiletten machen wir mal das hier rein. So, die Sicherheit bekommt, ups, das hier. Ja, ihr bekommt das hier. Okay. Okay, irgendwas müssen wir ja auch noch mit dem Gepäck machen. Gepäck. Remote Gepäckscanner. Um Passagierhandgepäck auf Nuklearare. Okay, wie. Okay. Das ist natürlich etwas größer. Erfordert eine Remote-Sicherheitsstation. Ach du Scheiße. Ticket-Kiosk. Passagiere, die kein Gepäck aufgegeben haben, können den automatischen Ticket-Kiosk nutzen, um ihre Bordkarte ohne Hilfe des Mitarbeiters auszudrucken. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Ja, wo machen wir das? Und hier machen wir es nochmal. Huch. Safe Game war das. Ja, das müsste reichen. Ja, hier hinten kommt ein kleines Restaurant rein. So, wir haben hier die
Halle, jetzt muss ich irgendwie hier das Gepäck nach unten bekommen. Abwärtsbewegung des Förderbandes. Ein Endpunkt im Freien, der von den Asphaltarbeitern verwendet wird und an unterirdische Fördersysteme angeschlossen ist. Blau Endpunkt ist nur ausgehend an Hubs mit angehenden Karussells. Okay. Pink Endpunkt ist nur eingehend von Hubs mit angeschlossenem Ticketschalter. Aha. Wie bekomme ich zwei Wege Förderer? Fordert ein zwei Wege. Was? Förderband. Kann nicht gebaut werden. Zu viele Anschlüsse. Oh. Echt jetzt? Das ist blöd. Was mache ich denn? Abbrechen. Na, wir brauchen nochmal Foundation. Und zwar hier. Ja, das kommt auch noch weg. Da gibt's eine Begrenzung. Ah. Geht das so? Wie sieht denn das Teil eigentlich aus? Geht nach oben. Nee. Wir wollen abwärts. Aber Förderband, so. Benötigt eine Verbindung zu einem Gepäckknotenpunkt. Alter. Was dieses Spiel mittlerweile alles bietet, das ist unglaublich. So. Blockiert durch Förderband. Requires Foundation on below floor. Oh. Okay. Das ist behindert, weil wir müssen jetzt hier noch eine Foundation ranklatschen. Und diese Wand löschen. So. Dann einreißen.
Ja. Das braucht jetzt das unten drunter auch. Ja, leck mir.